Boah, willkommen zurück zu Banished. Ey, das... Ich sehe gerade ein großes Problem. Sag ich euch, wie es ist. Ich habe echt ein bisschen Angst. Bisschen. Gerade. Aber die ist fertig. Das ist, ich glaube, das wird noch. So, gerade. Das muss ich jetzt erstmal gleich... es wird wahrscheinlich Tools ganz oft leer sein. Weil die Leute ja, wie gesagt, jetzt erstmal ganz viele Werkzeuge brauchen und die dann alle direkt wegnehmen. Und dann wird halt oft uns gesagt werden, yo, Digga, deine Tools sind ja alle, ne? Und, ja, ich hoffe, dass wir das wieder hinkriegen. Ich hoffe, es ist einfach so doll. Wird er denn jetzt gebaut? Ja, endlich. 90 Arbeitsschritte sind da nötig. Shit, ey, wir brauchen das ja so schnell wie möglich. Das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Der eine, der kriegt das auf keinen Fall mehr hin. Ich habe jetzt extra zwei Arbeitskräfte da gemacht. Eins, eigentlich reicht eins, aber jetzt gerade ja nicht mehr. Leider. So, dann kümmern wir uns wieder demnächst auf jeden Fall um das Essen. Was wir dann auf jeden Fall. Lass uns dann auf jeden Fall wieder gut kommt. Und so. Ich habe wieder den Timer vergessen. Immer wenn ich eine Folge anfange, vergesse ich den scheiß Timer. So. Die können wir eigentlich schon. Können wir die wohl schon mal schließen? Lieber nicht. Ja komm. Ja komm! Gas, Mann! Fang an doch zu hämmern! Weiß nicht, ich glaube, ich leg die hier einfach nur still. Sag ich euch, wie es ist. Das bringt sie ja sonst einfach nicht. Die jetzt abzureißen. Also sind auch 32 Eisen. Und die Mine, ich meine, die ist ja auch noch intakt. Von daher können wir die, wenn wir merken, die eine kommt nicht mehr allzu hinterher, können wir die zweite Mine auch schon mal anschmeißen und dann die Schmiede vielleicht auch. Und ja, das ist, kommt das, glaube ich, ganz gut. Ist sie fertig? Ja, die ist fertig. Okay, dann schließen wir die und dann öffnet sich die andere. So, dann fängt der. Sagt doch wieder an. Genau. Eisen ist da, kein Problem. Holz ist das jetzt das Problem oder was? Holz ist auch kein Problem. So, fängt er an. So, Essen. Sorgen wir jetzt. Tools, Iron, okay. Also, ich habe jetzt ja alles, alle Sachen, die Essen, produzieren jetzt gerade und Holz und alles halt sind halt jetzt alle überfüllt. Also komplett voll. Bis sonst wohin. Was auch gut ist. Jetzt müsste ich auf jeden Fall das Eisen erstmal alles hier so legen. So. Ja, wir haben einfach mal zwei Jägershütten und das lohnt sich halt übelst. So halt. Wir hatten halt nur, denke ich, Essensprobleme. Was wir vielleicht gleich sogar wieder kriegen werden. Wir hatten halt Essensprobleme, weil, die natürlich gerade Häuser gebaut haben, die sich dann direkt voll gestopft haben mit Essen. Was echt ein Problem ist. Leider. Aber normal. Ich weiß nicht, warum wieder Bäume gewachsen sind. Haut mal ab. So. Auf jeden Fall sieht unser Dorf. Ich finde es schön. Auch trotz mit dem ganzen Problem. Ich finde es wunderschön. Wonderful. Total toll. Also der fängt jetzt auf jeden Fall an zu arbeiten, das ist total gut. Wir bauen jetzt noch ein zweites Feld, weil zufällig haben wir dann genug Leute dafür. Und das ist jetzt ein etwas kleineres Feld oder was? Ja, okay, wird ein 13 mal 15 Feld. Juckt das mich? Nein. So. Ich geh jetzt mit ihm. Scheiße, ey. Oh, meine Fresse. Ach ja. Die braune. Achso, ich dachte gerade. So, das wird ein kleineres Feld und braucht genauso viele Leute. Wollt ihr mich verarschen? Aber ich weiß jetzt immer, wie man Häuser abreißt. Auf jeden Fall, die bleibt stillgelegt. Die bleibt auch erstmal stillgelegt. Was ich als nächstes auf jeden Fall tun werde, ist dann, wenn wir nicht so viel Eisen haben, auf jeden Fall die erstmal in Gang setzen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es erstmal ein bisschen geregelt. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Und, So, ich guck zu oft auf mein Handy, aber das ist halt der Timer, ne? So.
wenn er da jetzt schon anfängt. Ich glaube, wenn wir nicht genug Werkzeuge, also schwache Werkzeuge halt haben, wirkt sich das auch auf die Ernte aus. Und also so, dass wir halt nicht genau ernten können, also da halt ein Problem damit haben, weil wir sind ja dann langsamer, weil die Tools ja schon nicht so gut sind. Und ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, darum. Also die 300 Holz, ich weiß nicht, warum der eine arbeitet, der da mehr? Ich weiß nicht, warum der das so macht. Haben wir in letzter Zeit wieder Firewood-Probleme gehabt? Ich lasse ihn einfach nochmal da. Das ist klar. Ich lasse sie da. Es wird mehr? Krass. Der ist doch durchgehend hier am Arbeiten. Ja, das muss ich wirklich erstmal legen. Wie gesagt. Das haben wieder zwei Leute. Das ist gut. Können wir auch mal diesen Weg hier verschönern. So, und was wir halt als nächstes machen müssen. Ja, gut. Ne? Was wir halt als nächstes schon mal machen müssen, ist hier einen Brunnen hinbauen. Der, glaube ich, auch wieder Eisen kostet. Was ich wieder nicht gut heißen will. Oder auch nur 40 Stein. Was wir übrigens auch nicht haben. Aber hier muss unbedingt einer hin. Weil, wenn es hier einmal ein Brand entsteht, sind wir weg vom Fenster. Das steht fest. Kann ich euch auch garantieren. Kein Problem. Aber ich glaube, das Feld wird auch wieder Probleme haben, weil das ist halt wieder so weit weg. Hä? Warum? Hä? Was ist denn hier abgekratzt? Hey, auf einmal wird das Spiel langsam. Was ist denn hier los? Firewood, warum ist Firewood low? Alter, wir haben zwei Leute, die am Hacken sind. Die sind mal ohne Spaß. Ist hier irgendwo noch ein Lager? Wir haben acht Leute, die hier Förster spielen. Was soll denn das? Hier ist halt das ganze Holz und wen juckt's? Gar keinen. Alles gut. Oder sollen wir alles über ein Lager laufen lassen? Ich glaube, ich lasse einfach mal alles über ein Lager laufen. Warum auch nicht, ne? Ich habe es in letzter Zeit nämlich nicht mehr voll gesehen. So, können wir das noch für ein Haus nutzen? Tools, Iron Locks. Okay, finde ich gut. Da wird das Feuerholz auf einmal wieder mehr. Als alles halt in dem normalen Lager ist. Du bist so dermaßen unnötig hier. Nur hack, wenn du Bock drauf hast, Mann. Oh, ey. Eigentlich will. Ich weiß dir was. Ohne Scheiß. Ist jetzt nicht still. Hab da keinen Bock mehr drauf. Woodcutter da. Was wo liegt denn? Ist das dann immer das Problem? Eisen. Wir haben noch. Alter. Ach so, ja. Ich weiß, ich glaube, das Problem, die haben ja alles hier hinten hingelagert in Eisen. Ja, YOLO. Es wird halt weniger. Tools, Essen. Essen, ja, toll. Hallo? Wie viel Essen wollen die denn diesmal? Kein Problem, wir haben hier echt ein großes Feld. Können wir gerne machen. Firewood. Ey, das ist nicht wahr, Alter. Seit Anfang an haben wir dieses Feuerholzproblem und ich weiß nicht warum. So. So. Mal 15. Genau. So. Dann würde ich direkt noch ein zweites Feld in Betrieb nehmen. Haben wir die Probleme auch schon mal nicht mehr. Shit, Mann. Shit, man. Was soll denn der Scheiß? Okay, jetzt kriegen wir gerade ganz viele Bauern da. Halt. Meine Fresse, Alter. Hier noch ein paar Bauern. Hier rumkommandieren können. So. Die ist hier bald nur voller Felder hier.
Ja, gut hingekriegt, ey. Echt super. So. Ist denn bald voll? Kein Stück. Ja. Wir haben zu wenig Essen. Ist es denn bald voll? Bestimmt. Die letzten Folgen haben wir nur Probleme gehabt. Das kann man nicht so bringen. Das ist gerade echt ein Problem. Aber die Tools legen sich halt irgendwie nicht. Als ob wir nicht genug Eisen haben, Mann. Hä? Die tragen das nach da und dann nach da? Sind die blöd? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter. Ich muss hier echt einen kurzen Lager hinbauen. Ich weiß, Alter. Was? Hier muss auch Holz hin. Kann man das nicht irgendwie festlegen, was da rein darf? Ist nicht. Ja, irgendwie nicht, ne? Scheiße. Ja, GG, Alter. Ist nicht, dass ich hier wieder was in den Sand setze. Das sogar im Let's Play. Und mir jeder dabei zugucken kann. Aber ich will das eigentlich so gar nicht, weil ich weiß... Alter, wir haben einfach zu viele Leute. Einfach zu viele Leute. Shit. Also, ich, wir haben jetzt doch zwei Jägerhütten, ey. Was ist denn da los, ey? Krass. Ich dachte, wir sind so recht gut gewappnet, weil wir haben ja wieder recht viele Felder. Wir haben 5 Felder. Mit 20 Leuten, wenn die da drauf arbeiten, können wir auch 20 Jäger machen. Also ohne Scheiß jetzt. Dann wären es halt 22, weil Hunde sind ja nee, gar nicht. Sind genau 20 Leute, weil in eine passen glaube ich 4 rein, ne? Nein, 3 sogar nur, weil wir haben ja 2 Hütten und dann ja. So. Ich sehe hier oben, dass es immer mehr wird und die Schmiede nicht hinterherkommt anscheinend.